Gesamtmarkt, ein baldiges, ja, drittes Hilfspaket für Griechenland, ein außerordentlich günstiger Euro. Es gibt also einiges, was den DAX in den letzten Tagen nach oben gezogen hat. Aber was ist mit der Berichtssaison? Wir sehen positive Zahlen zum Beispiel von Beiersdorf oder der Commerzbank. Aber wie läuft die Berichtssaison ganz insgesamt? Ja, ich denke auch heute wieder mal gut. Das ist auch für Europa und für Deutschland gesprochen gar kein Wunder. Dieser unglaublich starke US-Dollar, der hilft uns natürlich, weil der Euro schwach ist und unsere Exportwirtschaft hilft. Und zusätzlich kommt natürlich auch noch dieses hervorragende Konjunkturpaket, was vom schwachen Ölpreis kommt. Davon kann Europa natürlich ganz besonders profitieren. Das ist also das alles, was letztlich auch diese guten Ergebnisse hier bei den Unternehmen ausmacht. In den USA, da ist es natürlich tatsächlich fast umgekehrt. Und entsprechend muss man natürlich sagen, wir sind ja immer mitgehangen, mitgefangen bei der Entwicklung an den Märkten. Und da ist es natürlich so, dass die schlechten Ergebnisse in den USA uns natürlich auch ein klein bisschen gleichzeitig die Stimmung verhageln. Der Euro war ja im zweiten Quartal für die Exporteure ein Erfolgsgarant. Welche Branchen waren denn sonst noch die Gewinner? Ja, das ist schon so. Das ist natürlich das Hauptding, zumal letztlich dieser Euro sich ja in vielen Bereichen niederschlägt. Aber dann kommen wir natürlich eben das eben schon angesprochene Ölthema. Es ist aber auch so, dass schlichtweg die Binnennachfrage nicht nur durch den Ölpreis, sondern generell auch durch die guten Lohnabschlüsse beispielsweise nach wie vor sehr solide und wachsend ist. Und das gilt eben nicht nur für Deutschland, sondern auch für Südeuropa. Wir sehen also deutliche Nachfragebelebung überall in Europa. Und das schafft alles in allem solide Zahlen, auch bei den Unternehmen, die eben eine starke Ausrichtung auf den europäischen Verbraucher haben. Schaut man jetzt auf die Technologiewerte, vor allem in den USA, da fallen die hohen Bewertungen auf. Da sorgen jetzt nur noch wenige Titel hier für steigende Indizes. Wann reißt hier dieses Gummiband und mit welchen Folgen dann vielleicht? Ja, überhaupt in den USA ist noch ein zweites Phänomen auffällig, nämlich diese überhaupt nicht mehr gegebene Marktbreite. Also es sind nur noch wenige große Unternehmen, die sozusagen international ihr Geschäft machen, die sich gut halten können oder gut dem ansonsten negativen Trend entziehen können, weil eben sie eben nicht nur auf die USA angewiesen sind. Und man sieht ansonsten viele, viele Unternehmen, die eben sehr, sehr schwach sind dieses Jahr. Und das bedeutet, dass eben gerade der amerikanische Aktienmarkt in Gänze doch wirklich seine Probleme hat. Die konjunkturelle Verlangsamung ist deutlich zu erkennen. Und das alles in allem macht eben diese Berichtssaison in den USA aktuell auch so unbefriedigend. Ein weiteres wichtiges Thema in dieser Woche natürlich die Zinserhöhung mal wieder. Der nächstmögliche Termin, der September, der kommt mit großen Schritten näher. Was erwartet den Anleger denn, wenn es wirklich zum Zinsschritt im September kommen sollte? Ja, das Verrückte ist, dass dieser Zinsschritt eigentlich immer unsinniger wird. Ich selber bin immer davon ausgegangen, dass er im späten Sommer frühestens kommt. War aber auch der Meinung, dass er denn dann kommt. Nun muss man sagen, die meisten rechnen eigentlich doch immer damit, dass er im September dann erfolgen wird oder auch erfolgen sollte. Insbesondere Frau Yellen müsste letztlich mal zurückrudern. Er ist heute nicht mehr notwendig, das ist völlig klar. Der Zinsschritt wurde durch den starken Dollar einfach ersetzt. Und die US-Wirtschaft sollte durchaus Probleme bekommen, wenn da zu viel gemacht wird. Man kann auf der anderen Seite sagen, dieser Zinsschritt ist eingepreist und man kann auch dann gleichzeitig nur hoffen, dass es eben nur einer ist für dieses Jahr. Davon gehe ich mittlerweile fast aus, dass eben danach nicht mehr viel kommen wird. Trotzdem, keine Frage, es ist ein Damoklesschwert, was nach wie vor über den Märkten hängt. Askanie Redi, dann besten Dank für Ihre Einschätzungen. Dankeschön. Tschüss.